Als ich am Freitag in den Hafen komme, ist der Ingolf schon da. Vielleicht. Da ist eine Karte drin, die kannst du erstmal lesen. Ja. Ich habe nämlich extra schon mal die Brille hier. Das Schwarz ist die Schrift. Das ist Schiffsfieber. Komm bald wieder. Ich bin aber gern losgefahren. Nach Schweden, vielleicht finden die den Fehler. Majestätisch schiebt sich die Sindbad aus der Box. Als ich das so betrachte, fällt mir auf, dass der Unterwasseranstrich nicht mehr zu sehen ist. Das Schiff ist schwer beladen. Erfreulich, dass Ingolf auf das Bugstrahlruder verzichtet, als er sich gegen den Wind stellt und dann den Hafen verlässt. Jetzt ist der Platz leer. Es ist Samstag, früh um 7.28 Uhr. Ich sitze im Auto, vollkommen idiotisch. Aber ich möchte noch mal ein paar Aufnahmen machen an der Janowitzbrücke. Mühlendammschleuse. Ingolf ist losgefahren. Er hat im Vorbeifahren beinahe noch zwei Rückwärtsfahrer gerammt. Und sitzt jetzt bestimmt frühstückend mitten in der Spree, statt einwärts. Gut zu erkennen ist herrlichstes Wetter. Es sind nach meinem Auto gerade 13 Grad draußen. Es ist windstill. Also nee, stimmt nicht, es ist nicht windstill, es geht Wind, aber das stört ja in der Stadt nicht. Und es ist auf jeden Fall strahlend blauer Himmel. Natürlich spekuliert man dann, ob man nicht irgendwo anders, also irgendwo auf dem Weg zwischendurch noch ein paar Videos machen kann. Den Ingolf abpassen sozusagen, aber ich habe keine Information, wo er sich gerade aufhält. Also ich habe zwar versucht, ihm diese App von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger aufzuschwatzen, die quasi so ein regelmäßiges Tracking macht, aber Ingolf, so wie er im Moment drauf ist, nein, nein, brauche ich nicht. Und ja. Also fahre ich jetzt zur Janowitzbrücke, also eigentlich nicht zur Janowitzbrücke, sondern zu der Straßenbrücke danach, bis ich Leipziger Straße ist es dann. Stell das Auto da ab, nehme mir das Einrad und dann gucke ich mal,
wo ich den Ingolf sehen kann. Und vielleicht fahre ich mit dem Einrad noch ein bisschen neben ihm her, wenn er durch die Stadt fährt. Es ist jetzt genau 8 Uhr und ich denke, der Ingolf wird irgendwann bald hier eintreffen. Mal gucken, ob ich ein Bild von mir und dem Dom hinkriege. Naja, so richtig schön ist es nicht. So vielleicht. So. Ja. Also warten wir. Ach ja, ich habe natürlich das Einrad dabei. Voraus. Du stehst hier, wartest, dass der Ingolf kommt, aber es ist nicht das richtige Boot. Scheiße, ich war zu langsam. Jetzt fährt er direkt in die Schleuse ein. Thank you.
bin jetzt ziemlich durchgefroren, Ingolf ist weg. Er hat mich am Ende dann doch noch ordentlich abgehängt. Also, ich bin ungefähr bis zum Dom mitgekommen, aber dann sind diese ganzen Treppen und man musste ständig hoch und runter. Und da war dann Feierabend. Ich habe also eingepackt, fahre jetzt noch Schrippen holen und dann geht's wieder ab in den Hafen. Also Episode 4. Ja, Episode 4 war das. Ingolfs große Reise. So, zurück auf dem Boot, Schrippen geholt, die sind richtig heiß gewesen und jetzt gibt es Frühstück. Jawohl, guten Appetit. Es ist 10 Uhr.